Ein Servoschädel ist ein drohnenartiges Robotergerät, das wie ein menschlicher Schädel aussieht und mit elektronischen oder kybernetischen Komponenten ausgestattet ist. Sie nutzen eingebaute Antigravitationsgeneratoren, um zu schweben und körperlos durch die Luft zu gleiten. Sie werden aus den Schädeln treuer Adepten des Adeptus Terra und anderer frommer imperialer Diener hergestellt. Auf diese Art und Weise können sie ihre Arbeit für den Imperator der Menschheit auch nach dem Tod weiter fortsetzen. Die Wahl des eigenen Schädels als Servoschädel ist eine große Ehre im Imperium, denn sie bedeutet, dass der eigene Dienst zu Lebzeiten zufriedenstellend genug war, um eine Fortsetzung über den Tod hinaus zu rechtfertigen. Fromme Anhänger des imperialen Kultes, wie viele Priester der Staatskirche, glauben, dass die Seelen derjenigen, deren Überreste als Servoschädel auserwählt wurden, nach ihrem Tod an ihnen haften bleiben, damit sie dem Imperator auch im Jenseits weiter dienen können. Diejenigen, die diese Ansicht vertreten, glauben, dass Servoschädel manchmal auf bestimmte Arten auf Reize reagieren können, die auf die Wahrnehmung und Motivation dieser unsichtbaren Geister zurückzuführen sind. Servoschädel bilden eine wichtige Nische in der imperialen Arbeit und dienen als alles Mögliche. Von automatischen Schreibern, die wichtige Gespräche und Geständnisse von Gefangenen niederschreiben, bis hin zu einfachen beweglichen Fackeln, die mit Kerzen und elektrischen Laternen umherziehen, um Bereiche zu erleuchten. Sie werden in allen Adepten des Imperiums der Menschheit eingesetzt und jeder ist für eine bestimmte Aufgabe gebaut. Einige sind für militärische Aufgaben konzipiert und einige von ihnen sind mit verbesserten optischen Sensoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, als Aufklärer zu dienen. Servoschädel werden häufig von Inquisitoren und Inquisitorlords als nichtmenschliche Assistenten eingesetzt. In diesem Fall sind sie durch psychische oder kybernetische Mittel geistig mit dem Inquisitor verbunden, sodass dieser die Schädel steuern und durch ihre elektrischen Sinne sehen und hören kann. Obwohl die Herstellung der Schädel im gesamten Imperium verbreitet ist, sind sie nach wie vor unglaublich seltene Artefakte, die normalerweise nur in der Gesellschaft von Adligen, Priestern, imperialen Militär- oder Marineoffizieren und sogar im Dienste von Freihändlern und Inquisitoren zu finden sind. Dennoch tauchen sie manchmal an anderen, weniger elitären Orten auf. Etwa den Unterschlüpfen der Makropolwelt Necromunda, wo sie auch mal von Händlern zum Verkauf angeboten werden, die nicht bereit sind, über ihre Herkunft zu sprechen. Es gibt unglaublich viele Arten von diesen Schädeln und ihr könnt euch vorstellen, dass sie für jeden Bereich eingesetzt werden. Es gibt sogar welche für Sabotage. Die fliegen dann halt zu ihrem Ziel und sprengen sich in die Luft, um so mal zu verdeutlichen, wofür die überall eingesetzt werden. Es gibt auch ein paar ganz spezielle Versionen, die nicht immer unbedingt von menschlichen Schädeln sind, beziehungsweise denen halt ähneln. Die Lords des Hauses Drakonis zum Beispiel haben 5 Servoschädel verwendet, die in Anlehnung an die Wappen der einzelnen Ritterhäuser ihrer Heimatwelt an verschiedene mythische Kreaturen erinnern. Zum Beispiel, sehr naheliegend, ein Drache und ein Pegasus. Dieses Konzept eines Servoschädels ist zusammen mit den Servitoren, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingskonzepte aus dem Universum, weil es halt einfach so diese Brutalität und diese unnötige Dunkelheit und Finsternis, wie halt Warhammer ist, perfekt zusammenfasst. Es sind einfach Sachen, die von normalen Dienern erledigt werden könnten, aber nein, es wurde sich einfach ein Konzept überlegt, um irgendwie was Brutales und Düsteres zu machen, mit Schädeln und Seelen und so weiter und so fort. Also wirklich für mich das komplette Konzept, eine 10 von 10. Schreibt eure Meinung zu dem gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.